Dänemark 2007, wenn Irre in den Urlaub fahren. Am 16.04.2007 fuhren wir von Zopp in Richtung Dänemark mit einem Linienbus. Koffer packen, ab geht's, Walter berichtet. Das bin ich, Florian Walter. Ich bin ein Deutscher und werde heute in eine dänische Familie kommen. Wie ich mich freue! Ja. Das sind übrigens unsere Mädchen. Also deine Mädchen. Meine Mädchen. Dabei sind die verrückte Lisa und Laura, der verrückte Erik, die verrückte Isabel, die verrückte Frances, gefolgt von der verrückten Shirley, die verrückte Nicole und die verrückte Maria. Die verrückten Lehrer sind Herr Dietz und Frau Retzer. Arthur und Jakob sind genauso verrückt. Der verrückte Wolter ist auch dabei und zum Schluss natürlich der verrückte Michael. Wolter flippt total aus, wie gesagt, verrückt. IT nach Hause telefonieren. Arthur miaut mal wieder, gefolgt von verrückter Lache. Auch das Gebell darf natürlich nicht fehlen. Lol. Richtig lol, aber Francis mehr lol. Ich glaube, dann freut sie sich. Sag mal, Francis, deine Mutter ist gestorben. Francis, deine Mutter hat angerufen. Francis, deine Mutter hat gerade angerufen. Das finden sie nicht mal so lustig. Francis, du bist jetzt zu Hause, Francis. Deine Mutter hat gerade angerufen. Toni hat Sehnsucht nach dir. Es ist die Sehnsucht in ihm, die ihn Alex lang macht. Ich nicht im Wald. Das ist ja Schweinisch. Was, Toni? Das ist Japanisch. Seine Schlitzaugen, die etwas ähneln? Das ist Japanisch, nicht Schweinisch. Von Rostock aus fahren wir mit der Fähre weiter. Alle winken natürlich. Francis sucht ihre Seetabletten. Die anderen genießen die Aussicht. Jetzt sind wir in Dänemark angekommen und fahren per Bus weiter nach Kopenhagen. Die Überfahrt macht müde. Doch Walter hält alle wach. Was geil ist, fragen wir lieber nicht. Hier ist der Typ der Heimwehr. Hallo. Und da sind wir. Lohne holt uns ab. Koffer holen. Ab zum Bahnhof. Schnell noch ein paar Floskeln eines Mathelehrers. Auf die verrückte S-Bahn warten. Wir fahren mit der S-Bahn nach Verlöse. Vorläufig letzte Haltestelle. Zuweisung und ab zur Gastfamilie. Ausschlafen und fit für den Dienstag machen. Morgen ist Party angesagt. Die Kennenlernparty. Herr Tietz quatscht mit seinen Freunden. Arthur ist ganz lässig und sucht seine Freundin Pi. Herr Tietz macht Fotos von sich selbst. Und draußen wird sie sportlich betätigt mit Fußball. Herr Tietz will auch mitspielen und macht sich warm. Jetzt haben wir die Schüler schon blutig geschlagen. Wohl der Lehrer. Denn Herr Tietz hatte plötzlich eine Beinverletzung. Wohl nicht gut genug erwärmt. Hallo, Vixi. Das hast du jetzt nicht auf Ton. Das hast du jetzt nicht auf Ton, Micha. Doch. Alter, die Sau. Mittwoch wird der Powertag. Zuerst eine Bootstour durch Kopenhagen. Frau Retzer erklärt.
ich lerne dich jetzt auf. Also das hinter uns ist die Bibliothek, Staatsbibliothek. Und der andere Glaspalast, das ist das neue Opernhaus. Das ist mal sehr schön, hat sie gesagt, aber ganz schwer an Karten ranzukommen, weil natürlich erstmal alle denen da rein wollen. Arthurs Freunde bekommt einen Deutsch-Crashkurs verpasst. Butterkeks. Butterkeks. Very good. It's a cookie. It's a cookie with butter. Buttercookie. Buttercookie. Die beiden wollen besonders imponieren und eröffnen einen Zoo. Die arme Pi. Was heißt ein Esel auf Englisch? Hallo! Was scheiße! Mach mal den Fisch! Die Bootsfahrt ging langsam vorbei und wir gingen weiter zur königlichen Wachablösung um 12 Uhr. Hast du nicht gehört, die haben gesagt, das hab ich gefilmt. Ich hab alles auf Band. Wir stürmten McDoof und besorgten uns anschließend noch ein wenig Taubenfleisch. Nach dem Essen ging es ins Tivoli. Hier eine kleine Rundfahrt. Die ganz Mutigen trauten sich dies. Bitte aufs Gesicht achten. Lecker! Wir gingen ins Exploratorium. Volta versuchte sich am Balancieren und Erik zum Deppen zu machen. Am Abend ist die Abschiedsparty. Also tschüss sagen Pi. Also tschüss sagen Pi. 6.30 Uhr fährt der Bus, also früh ins Bett und ab nach Hause. Im Bus ging es ab. Volta wurde bemalt, wie man unschwer kennt. Jakob wurde dann auch noch bemalt. Nun waren wir endlich zu Hause. Noch ein Foto und ab ins richtige Zuhause. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Micha, du musst mit drauf. Salami. Hallo. Salami. Vielleicht schließen wir die Tür und dann wird das abgehen. Egal, du bist der
in deinem Outfit.